Mach ein bisschen die Kaugummi-Stunde. Nachdem meine letzten paar Kaugummi-Stunden wieder viel zu technisch waren und ich da keine falschen Erwartungen und Eindrücke erwecken will, geht es heute mal wieder um den Sozialismus. Und zwar um die Tragic Comedy of the Commons. Ja, die Tragedy of the Commons, wer hat noch nie von der Tragedy of the Commons gehört? Krass, es gibt Leute, krass. Okay, Tragedy of the Commons ist etwas, was tatsächlich relativ häufig erwähnt wird. Es wurde tatsächlich ursprünglich eingeführt von so einem Pastor, evangelikalen Pastor, aber popularisiert in 1968 von Garrett Hardin. Und zwar das typische Beispiel, auf dem das basiert, ist: Ihr habt so eine Wiese und die ist so in den Commons, das heißt, da darf so jeder sein Vieh grasen lassen. Und die Aussage ist jetzt, wenn man dieses Setting hat, dann kommt halt irgendwie Bauer A und sagt: Oh, wenn ich da jetzt noch eine Kuh draufstelle, dann kriege ich mehr Milch. Und dann sagt Bauer B: Oh, wenn ich da noch so eine Kuh draufstelle, kriege ich mehr Milch. Und dann machen die das beide und immer und immer und immer wieder. Und irgendwann ist halt die Wiese übergrast und liegt brach und wird zerstört und dann kann keiner mehr Kühe da drauf grasen lassen. Und das heißt, die Problematik, die Hardin halt beschreibt, ist: in Commons ist die Kosten von dem zusätzlichen Vieh wird verteilt auf alle Leute, die die Wiese nutzen, wohingegen der Nutzen von einer zusätzlichen Kuh auf der Wiese oder auf dem Feld kommt halt dem individuellen Bauern zugute. Und deswegen, wenn man so ein Commons-Setting hat, führt das notwendigerweise zu einer Übernutzung dieser Ressource. Und deswegen müssen wir so Dinge tun wie entweder diese Wiesen alle privatisieren und sie in Privatbesitz stecken und dann kommt der Besitzer der Wiese und verhindert aus eigenem wirtschaftlichen Interesse, dass da irgendwie Leute übergrasen. Oder wir müssen irgendwie Big Government fragen und Big Government kommt dann hin und sagt: Ah, ihr dürft nur so und so viel Kühe auf diese Wiese stellen. Das heißt, die Tragedy of the Commons beschreibt eben A, diese Situation, wenn wir irgendwie so eine Common Pool Resource haben, was das heißt, kommen wir gleich zu. Und B, die Implikation, dass wenn wir diese Situation haben, dann führt das notwendigerweise zu Problemen, weil halt jeder individuelle Actor incentiviert ist, da mehr und mehr aus dieser Ressource rauszunehmen. Und C, dass die einzige Lösung dafür ist Privatisierung oder Regulation. So, das ist die Tragedy of the Commons, ja? Okay, fair enough. Genau. Und jetzt ist meine Folgefrage so ein bisschen: wer hat denn so Kontext? So, was ist denn das für so ein Mensch? Warum hat er so darüber geredet? Warum fand er das interessant? Hat da jemand schon mal so. Weiß jemand mehr über dieses Produkt, als was ich jetzt gerade so erzählt habe? Das ging mir nämlich genauso. Und deswegen dachte ich, ich finde das eigentlich ganz wichtig, da auch ein bisschen Kontext zu wissen. Der volle Titel seines Papers ist The Tragedy of the Commons. The Population Problem Has No Technical Solution. It Requires a Fundamental Extension in Morality. Dass dieses Paper betrachtet, also die Hypothese von Hardin war: Oh, Population Growth ist voll doof. Wir haben irgendwie dieses Problem, dass. Ich versuch's vielleicht. Wir haben das Problem des unbegrenzten Population Growth auf einer endlichen Erde. Und jetzt ist irgendwie der ganze quasi Hintergrund, dass er über diese Wiesen redet, ist nur als ein Beispiel, um zu demonstrieren, dass auf unserer Erde wir dieses Problem haben, dass irgendwie die ganzen armen Leute und die ganzen irgendwie Leute in diesen dritten Weltländern und so, die vermehren sich dann wie die Karnickel, weil sie natürlich irgendwie persönlich einen Vorteil davon haben, sich zu vermehren. Und deswegen nutzen sie dann unsere endlichen Ressourcen und nehmen da immer mehr und mehr raus. Und dann führt das zur Tragödie. Und deswegen müssen wir die alle zwangssterilisieren.
und irgendwie mit ja, also der Mensch war halt ein Rassist und ein Eugeniker. Und diese gesamte, die quasi die Backstory von dieser Tragedy of the Commons ist nicht irgendwie, dass das, da steckt irgendwie nicht solide Wissenschaft hinter oder sowas, sondern das ist literally ein Propagandatool, was er benutzt hat, um seine Policy voranzutreiben, zu sagen, ich möchte eben, ja, verhindern, dass sich diese ganzen Leute so vermehren. Und das ist slightly problematic. Die Person, über die ich eigentlich reden will, weil ich mittlerweile ein großer Fan von dieser Person bin, ist Eleanor Ostrom. Eleanor Ostrom hat in 2009 als erste Frau den Nobelpreis für Ökonomie bekommen, für ihre Analyse von ökonomischer Verwaltung, insbesondere von den Commons. Genau, das heißt, Eleanor Ostrom hat eigentlich ihr ganzes Leben schon so mehr oder weniger, sie hat schon ihr ganzes Leben Common Pool Resources untersucht, halt diese Commons untersucht. Sie hat dann auch diesen Hardin von dem eine Vorlesung gehört und sich mal mit ihm unterhalten und fand so, dieser Mensch ist problematisch. Nicht alleine deswegen, aber schon so auch deswegen hat sie sich quasi dieser Tragödie des Gemeinguts angenommen und gesagt, sie macht das jetzt, sie will das jetzt mal untersuchen, weil ihre persönliche Erfahrung aus ganz vielen Untersuchungen einigen Untersuchungen von eben gemeinsam verwalteten Ressourcen, insbesondere hat sie schon vorher Wasserverwaltung, Wasserzuteilung in Kalifornien mit untersucht und mit beraten, Policy-Beratung macht und festgestellt, dass das eigentlich so historisch und empirisch gesehen ist an dieser Tragedy of the Commons ihrer Meinung nach gar nicht so furchtbar viel dran, weil sie doch eigentlich irgendwie empirische Beispiele hatte von Institutionen, die nie weder privatisiert noch über das durch die Regierung organisiert waren und die trotzdem irgendwie stabil ihre Ressourcen verwaltet haben. Dann hat sie da quasi ihr ganzes Leben lang dran geforscht. Das heißt, quasi Eleanor Ostrom ist, ein bisschen reduktiv kann man sagen, ihr Nobelpreis wurde ihr verliehen, weil sie die Tragedy of the Commons widerlegt hat. Das heißt, ihr Ziel war, da komme ich gleich noch zu. Erstmal, was ist überhaupt, erstmal, wenn man irgendwie Common Pool Resource sagt, was meint man damit überhaupt? Die Idee ist, wir können irgendwie Ressourcen auf zwei Achsen untersuchen. Das eine ist Excludability, also wie einfach ist das, andere Leute vom Nutzen dieser Ressource auszuschließen. Ne? Und die zweite Achse ist Subtractability, also wenn ich diese Ressource nutze, verhindere ich damit, dass jemand anderes sie nutzt. So, und wenn wir jetzt irgendwie etwas haben, was nicht sehr subtractable ist und nicht sehr excludable ist, nennt man das Public Good. Das sind so Sachen wie so Peace and Security, also so, Feuerwehr, so Brücken, so Straßen, ne? Da kann man niemanden dran hindern, die zu benutzen, ne? So, die werden so von allen benutzt. Und so grundsätzlich, wenn ein Mensch die benutzt, heißt das nicht, dass jemand anderes sie nicht benutzen kann. Wenn wir irgendwie High Excludability haben und Low Subtractability, das nennt sie Tollgoods, da sind so die Beispiele, die hier aufgeführt sind, sind so Theater und so. Wir können schon Leute daran hindern, in ein Theater reinzugehen, aber sobald du halt im Theater drin bist, dein Enjoyment des Theaterstücks hat keinerlei Einfluss auf andere Leute Enjoyment dieses Theaterstücks, deswegen ist es nicht subtractable. Und High Excludability und High Subtractability sind eben Private Goods, so alles, so Gegenstände, so Kleidung, Essen und so, das kann nur ein Mensch gleichzeitig benutzen und naja, wenn du sie einmal hast, kannst du andere Leute daran hören, sie zu benutzen. Common Pool Resources sind eben Sachen, die Low Excludability haben, aber High Subtractability. Und da sind die kanonischen Beispiele sind so Sachen wie Fischereigründe, Wälder, die abgeholzt werden sollen, Bewässerungssysteme, so Bewässerungskanäle und so. So, und
das ist relevant, weil es eben je nachdem, auf welchen je nachdem, wo in dieser Matrix du dich bewegst, halt unterschiedliche Strategien sinnvoll sind. Und sie hat sich halt spezifisch mit Common Pool Resources beschäftigt. Ihr Ziel war quasi, sie hat nicht komplett abgelehnt die Logik, die hinter dieser Tragedy of the Commons steht, der Tragödie des Gemeinguts. Aber sie hat eben auch beobachtet, empirisch, es gibt halt genug Fälle, die, in denen das funktioniert. Deswegen sollten wir halt stattdessen uns genau angucken, unter welchen Umständen das funktioniert und unter welchen Umständen das nicht funktioniert. Und ihr Ziel war also eher eine, das zu charakterisieren und irgendwie daraus so, sozusagen quasi ihre Beobachtung war, naja, wenn die Theorie sagt, dass das nicht funktioniert und die Praxis sagt, dass das funktioniert, weil wir wissen, dass es funktionieren kann, dann muss unsere Theorie besser werden und unsere Theorie sollte stattdessen sich mit der Frage beschäftigen, wie können wir dafür sorgen, dass es passiert. Das heißt, sie hat sich also spezifisch mit der Frage auseinandergesetzt, was sind irgendwie konkrete Kriterien, die wir benutzen können. So. Und dann hat sie ganz furchtbar viele Fallstudien gemacht. Sie hat einen Workshop gegründet, der, also quasi ihr Institut ist der Workshop, ich habe vergessen, wie der heißt. Anyway. Und die haben halt über Jahrzehnte lang verschiedene Wälder untersucht, verschiedene Bewässerungskanäle, verschiedene Fischereien und eben versucht, daraus qualitativ zu entwickeln, Dinge, die alles, die diese Institutionen, die stabil waren, was haben die gemeinsam und die nicht stabil sind, was unterscheidet sie quasi? Und dann hat sie 8-ish Kriterien entwickelt, zu was macht eine CPR-Institution erfolgreich. Ihr erstes Kriterium ist, und ich dachte, ich nenne die mal, damit die, weil ich finde, das ist relativ instruktiv, ist erstens klare Grenzen. Das heißt, es muss klar sein, was ist die Ressource, über die wir... Also, das Ziel ist, wir wollen eine Common Pool Resource kollektiv verwalten. Das heißt, wir wollen uns nicht auf eine Privatfirma verlassen, wir wollen uns auch nicht auf das Government verlassen. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht trotzdem mit Regeln und Institutionen verwalten. Nur diese Institutionen sind halt nicht zentralisiert, sondern die sind halt durch die Leute, die diese Ressource nutzen, quasi verwaltet. Wir brauchen klar definierte Grenzen. Das heißt, es muss sowohl klar sein, wer darf diese Ressource nutzen und wer darf sie nicht nutzen. Und was ist eigentlich die Ressource? Das heißt, wir müssen irgendwie sagen, hier ist die Grenze um den Wald unsere Institution verwaltet diesen Wald oder diesen Fischereigrund oder so. Und sie müssen zu einem gewissen Grad also auch ermächtigt sein, in der Lage zu sein, Leute davon auszuschließen. Zu sagen, wenn du diese Ressource nutzen musst, musst du das im Rahmen unserer verwaltenden Institution tun. Zweitens, die Congruence of Rules ist eingeteilt, for what it's worth, zwei oder drei von denen wurden später von ihr nochmal aufgeteilt in Unterregeln, deswegen gibt es dieses 2a und 2b. 2a ist, die Regeln sollen angepasst sein auf die lokalen Umstände und deswegen ist das sehr wichtig, dass ihrer Meinung sehr wichtig, dass das nicht etwas ist, was die Regierung tut, weil die Regierung grundsätzlich sehr schlecht da drin ist, Regeln zu verfassen, die lokale Gegebenheiten in Betracht ziehen. Also wir haben halt immer Gesetze, die gelten dann in ganz Deutschland, aber ein Wald, der irgendwie hier in Heidelberg ist, funktioniert potenziell ganz anders als irgendwie ein Wald in München oder was, weißt du? Deswegen ist es wichtig, dass die Regeln irgendwie die lokalen Gegebenheiten mit in Betracht ziehen, weil vor allen Dingen auch die Leute, die lokal sind, am meisten darüber wissen, zu wie sich dieses spezifische CPR halt verhält. Es muss Appropriation und Provision Rules geben, die kongruent sind. Appropriation bedeutet Regeln darüber, wer wie viel entnehmen darf aus dem Pool. Und Provision bedeutet, wer wie viel Arbeit da reinsteckt, dass dieser Pool erhalten bleibt. Also so, in einer Common Pool Resource brauchst du im Allgemeinen du kannst nicht einfach nur Dinge wegnehmen, du musst häufig halt auch irgendwie Arbeit reinstecken. Zum Beispiel in einem Bewässerungskanal, der lebt nicht einfach von sich selbst, sondern der muss regelmäßig repariert werden und irgendwie, er muss gegraben werden und so.
Oder irgendwie, ist, glaube ich, das ist das beste Beispiel. Und die Regeln müssen kongruent sein, das heißt, irgendwo muss es eine Bezug geben zu, wie viel du entnehmen darfst, muss irgendwie in Bezug gesetzt werden zu, wie viel Arbeit du reinsteckst. Und das muss irgendwie zusammenhängen. Drittens, Collective Choice Arrangements. Das bedeutet, Leute, die an diesem Pool-System teilnehmen, müssen in der Lage sein, quasi demokratisch mitzubestimmen, was diese Regeln sind. So, du kannst nicht einfach die Regeln diktieren, sondern jeder, der da drin ist, muss irgendwo in der Lage sein, mit zu beeinflussen, wie diese Regeln wie diese Regeln entstehen und was diese Regeln sind. Viertens, Monitoring of Users and Resources by Users. Das heißt, die Leute, die diesen Pool nutzen, müssen sie müssen sich gegenseitig checken und sie müssen auch die Ressource im Auge behalten. Das heißt, die Leute, die im Auge behalten, ob die Ressource, in welchem Zustand die ist, haben wir noch genug Holz, haben wir noch genug Fische, haben wir noch genug was auch immer, müssen quasi die gleichen Leute sein, die diese Ressource auch nutzen, damit die ein investiertes Interesse und ein langfristiges Interesse daran haben, dass es denen auch gut geht. Und eben das Monitoring passiert halt gegenseitig oder zumindest durch Institutionen, die von den Nutzern direkt legitimiert sind. Das heißt, es kann auch irgendwie, die stellen dann irgendwelche Wächter ein, die dann halt irgendwie Dinge nutzen. Aber wichtig ist halt, das muss irgendwo, dass das Monitoring halt passiert durch die, mehr oder weniger durch die Leute, durch die Stakeholder. Graduated Sanctions bedeutet, es muss Sanktionen geben und die sollen graduiert sein. So, typische Beispiele sind so, wenn du irgendwie gegen die Regeln verstößt, wenn du zu viel, irgendwie zu oft fischst, dann musst du allen mal ein Bier ausgeben. So nach dem Motto. Also das ist so die unterste Schranke so an irgendwie, wie graduierte Sanktionen passieren. Und die eskalieren dann halt irgendwie bis zum vollständigen Ausschluss. Aber es ist halt wichtig, dass irgendwie, wenn jemand mal gegen die Regeln verstößt, du den nicht sofort rauswirfst, weil es kann halt immer mal sein, dass jemand aus Versehen gegen Regeln verstößt oder dass es besondere Umstände hat oder was auch immer. Oder dass jemand so denkt, so, ha, ich bin jetzt einfach mal sneaky. Und dann aber, wenn du den halt dann erwischt und dann einmal auf die Finger klopfst, reicht das meistens schon aus, dass der nicht mehr, dass der in Zukunft ein bisschen besser aufpasst. 6. Conflict Resolution Mechanisms ist ein bisschen selbsterklärend. Es muss irgendwie eine Institution geben, an die man sich wenden kann, um irgendwie Konflikte zu lösen. Meistens ist das irgendwie so einmal im Monat existiert irgendwie so. In vielen Beispielen ist so, einmal im Monat trifft man sich halt im Pub und dann sitzen da so irgendwie so ein paar gewählte Vertreter, die halt von allen Leuten gewählt wurden und die hören sich das dann an, was da los ist und dann sagen die, ja, hier, ne, und so. Aber das kann halt in Formalität auch eskalieren bis hin zu irgendwie Gerichtsprozessen in bestimmten Formen. 7. Minimal Recognition of Rights. Das ist, dass es notwendig ist, dass die Institution von der Regierung auch gesagt bekommt, ihr dürft diese Ressourcen verwalten. Wie gesagt, auch wenn wir uns über Grenzen unterhalten, ist es halt wichtig, sie müssen halt irgendwo von oben auch die Unterstützung haben. Und das ist deswegen auch spannend, weil das so ein bisschen, also Eleanor Ostrom wird oft erwähnt von Anarchisten weil sie sich eben sehr praktisch mit der Frage auseinandersetzt, wie anarchistische Verwaltung funktionieren kann. Aber deswegen ist es irgendwo auch wichtig anzuerkennen, dass sie selbst eigentlich keine Anarchistin ist, sondern sie selbst sieht das schon alles eingebettet in größere staatliche Systeme auch. Und der 8. Punkt ist Nested Enterprises. Das ist, dass wenn wir irgendwie, dass wir quasi nicht unbedingt eine Hierarchie haben wollen, aber dass irgendwie wir, weiß nicht, die Verwaltung von Wald A und Wald B muss eingebettet sein in eine größere irgendwie landesweite Verwaltung von was auch immer. 8 ist so mit Sternchen. Das kommt so ein bisschen auf die Umstände an, wie notwendig und wie wichtig und so das ist. Aber dass du halt irgendwo eine Graduierung hast, auch in der Lage bist, dich auf größerer Ebene miteinander zu vernetzen, was auch irgendwie wichtig ist aus ökosozialer Sicht. Anyway, genau. Sonst weiß nicht. Also das sind so die Kriterien und warum ich die erwähne und wichtig finde, ist, ich finde das, also vieles von diesen Sachen finde ich sehr knuffig, schön.
Und ich finde es sehr praktikabel und sehr einleuchtend. Also ich finde es zum Beispiel sehr einleuchtend, dass Leute, wenn ihr irgendwie so allgemein, wenn ihr so eine dezentralisierte Organisation haben wollt, wie zum Beispiel so einen Computerverein oder so, dann funktioniert das meistens nicht, wenn du einfach Regeln diktierst, sondern die Leute müssen halt die Regeln mitbestimmen können, damit sie das Gefühl haben, auch irgendwie Investment zu haben, sich daran zu halten. Oder irgendwie diese Idee, dass ja, wenn du willst, dass Leute nachhaltig handeln, dann sollten sie langfristig investiert sein. Und dann funktioniert das sehr schlecht, wenn du irgendwie so einen globalen Konzern hast, der dann irgendwie anfängt, in diesen Fischereigründen rumzufischen, weil dem ist im Servicefall egal, ob sie da überfischen, weil dann gehen sie halt zum nächsten. Das ist dem Dollarzeichen Konglomerat egal, aber irgendwie so einem lokalen Fischer, der an diesem See lebt, der will halt seinen Kindern irgendwie auch einen Fischereigrund hinterlassen und dass die auch weiterfischen können. Und der hat also auch eher so eine langfristige Perspektive. Und das heißt, ich finde auch diese Regeln so ein bisschen, ich finde die gut, sich so ein bisschen so zu verinnerlichen, auch wenn man allgemein sich so Gedanken macht zu, wie baut man einfach Institutionen so allgemein auf? Und Institutionen passieren ja überall, die passieren auf der Arbeit, die passieren irgendwie hier, die passieren, wenn wir Open Source machen. Das ist auch so ein Fall, wo da auch niemand irgendwas diktieren kann, sondern wir irgendwie versuchen müssen, kollektiv irgendwie miteinander klarzukommen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, da quasi so eine Liste zu haben zu, das ist etwas, wo wir empirisch uns tatsächlich mal irgendwie Fälle überall angeguckt haben und das sind Sachen, die gut funktionieren. Anyway. Sonst hat sie auch viel gearbeitet an so Klimawandel und Stuff. Sie hat klassische Ökonomie kritisiert, so insbesondere so diese Sicht, so dass Menschen, so Homo economicus und so, und irgendwie diesen Ansatz von, also so die Idee, den Ansatz, die Methodik von vielen klassischen Ökonomen einfach zu sagen, wir benutzen einfache Modelle, um zu modellieren, wie Leute sich verhalten und dann auf der Basis Policy Decisions zu machen, weil sie halt sagt, ja, stellt sich raus, Menschen sind halt nicht so einfach. Und wir sollten halt eher so unsere Theorie anpassen an die Realität. Und unsere Theorie muss dann halt komplizierter werden. Wir können nicht einfach quasi Policies entscheiden auf der Basis, dass die so tun, als würden irgendwie so Prisoner's Dilemma, als würde das irgendwie das gesamte menschliche Verhalten erklären. Sie hat sich viel für polyzentrische Verwaltung verhalten. Polyzentrisch bedeutet, wie der Name das vielleicht sagt, viele, viele verschiedene Zentren und also nicht irgendwie, nicht, es gibt nur einmal Big Government, sondern halt viele dezentrale und vor allem verschieden strukturierte Formen von Verwaltung zusammenbilden zu lassen. Ihre Nobelpreisrede heißt tatsächlich irgendwie Beyond Markets and Governments, Polycentric Governance of Complex Resources, irgendwie so. Sie hat sich viel mit Trust Building beschäftigt, also wie kann man Vertrauen aufbauen, selbst wenn alle irgendwie selbstinteressierte Actors sind, wie können die trotzdem irgendwann zu dem Punkt kommen, irgendwie, dass die sich vertrauen. Und hat da auch viel irgendwie Spieltheorie und sowas gemacht. Allgemein ihr Institutional Analysis and Development Framework ist irgendwo, glaube ich, so, was dem Ganzen zugrunde liegt. Das ist halt ein Framework, um sich Institutionen anzugucken und zu sagen, wir analysieren die einzelnen Aktoren in diesen Dings und schauen, wie die incentiviert sind und wie die zusammenwirken und so. Und ich weiß nicht, ich bin insgesamt mittlerweile ein Riesenfan von dieser Frau, weil sie einfach so einen Ansatz, sie hat auch irgendwie so einen sehr interdisziplinären Ansatz. Und ich weiß nicht, ich finde einfach alles, was sie sagt, großartig. Ich finde, sie hat einfach viele richtige Meinungen und ich empfehle euch ein bisschen mehr mit ihr auseinanderzusetzen. Und wenn ihr das wollt, habe ich hier so ein bisschen Literaturempfehlung. Das sind Dinge, die ich so gelesen habe, für diesen Vortrag unter anderem. Einerseits Governing the Commons, the Evolution of Institutions for Collective Actions. Das ist so ihr großes Seminal-Werk, wo sie halt diese Regeln erarbeitet und wo sie eben durch ihre ganzen Fallbeispiele durchgehen. Das heißt, wenn euch tatsächlich interessiert, wie sie zu diesen Regeln kommt und wie sie die motiviert anhand von realen Beispielen und realen Fallstudien, ist das so ein Buch. Ich fand alles, was hier steht, relativ zugänglich. Das zweite ist ihre Nobelpreisrede. Und das heißt, oder ihr Nobelpreis-Paper, weiß ich nicht.
Das ist also ein bisschen aus ihrer Sicht ein Überblick über ihre Karriere, wo sie halt erklärt, so quasi auch chronologisch, was irgendwie passiert ist. Derek Wall, Eleanor Ostroms Rules for Radicals, finde ich persönlich ein hervorragendes, einfach so generelles, einen generellen Überblick über ihre Arbeit aus Sicht einer Zweitperson. Er hat, finde ich, sehr gut zusammengefasst, so ihr Gesamtwerk, ist aber dann in den Details, geht halt nicht so sehr in die Details. Aber das ist sehr gut. Also, nachdem ich das gelesen habe, dachte ich so, ich bin insgesamt ein Fan von Eleanor Ostrom, weil irgendwie sie sich in sehr vielen Bereichen sehr viel gemacht hat und ich quasi alles, was sie so macht, finde ich einfach gut. Und dann zuletzt, Donnum, vielleicht sollte man es mal gelesen haben, dieses Paper, um mal, also wie gesagt, ich habe es gelesen und ich fand es ein bisschen offensichtlich, wie, also das ist schon ein bisschen derbe, was er zum Teil schreibt in diesem Paper und dass halt irgendwie sich das jetzt, die Idee so durchgesetzt hat, finde ich ein bisschen schockierend, nicht schockierend, aber frustrierend, anyway. That's it. Fragen oder so? Nicht, dass ich sie beantworten kann, aber... Was genau fandest du schockierend? Was genau fandest du schockierend? Die Tatsache, dass ein Mensch, der sich irgendwie hinstellt und sagt, ich lehne die UN-Charta für Menschenrechte kategorisch ab, ein Konzept popularisiert hat, welche... Also, das halt... Wenn du heute jemanden, das Konzept Tragedy of the Commons ist meiner Erfahrung nach relativ universell bekannt und es ist aber ein Propagandatool, um Eugenik zu betreiben, so literally. Also es ist, das ist literally der Punkt hinter diesen Dingen. Also dafür wurde das sich ausgedacht und ich finde, dass schon... Also, ja, ich finde das schon relativ offensichtlich, was das für ein Mensch ist, wenn man dieses Ding mal liest. Und wenn du dir aber halt irgendwie die Artikel und sowas durchliest, ist das nicht immer so ganz klar. Ja. Würdest du sagen, das Paper und auch der Kontext ist ein interessantes Beispiel für totes Autors? Weil das, was er geschrieben hat und das, was die meisten darunter verstehen, haben ja quasi nichts miteinander mehr zu tun. Meine Meinung ist, er hat dieses Paper geschrieben mit dem Express Purpose, also das ist, es ist nicht, er wollte das schon so, dass wir das so verstehen. Also, Nein, du missverstehst. Er wollte nicht, dass du verstehst, dass das ein Eugenik-Paper ist. Er wollte, dass Leute, er wollte genau das Outcome, was wir haben. Und zwar das Outcome, dass alle Leute halt Tragedy of the Commons einfach in ihrem Hinterkopf haben und dass wir das allen Kindern beibringen, damit alle das wissen. Und dann wollte er, dass dann die Nazis kommen können und sagen können, ja, aber wir wissen ja, Tragedy of the Commons, das Boot ist voll, wir lassen keine Migranten mehr rein und so. Also von daher, nein, weil dafür ist es doch zu sehr, also und wir haben schon auch aus erster Sicht irgendwie zu wie das alles, also das ist schon, also weiß ich nicht. Ich finde es ist, also ich, don't know, ich fand es, ich finde, also ich habe es halt gelesen und ich dachte halt die ganze Zeit so ein bisschen so, what the fuck, also nicht die ganze Zeit, aber ich finde es halt schon ein paar von seinen Aussagen schon krass, also. So, also ich hatte, glaube ich, auch ein oder zwei Zitate, also irgendwie so seine Aussage so, ja, also, ach, ich weiß nicht, anyway, ja. Aber eigentlich geht es mir gar nicht so furchtbar um ihn, eigentlich geht es mir mehr, eigentlich ist mein Fazit eher, Eleanor Ostrom ist voll toll. Liest mal mehr Dinge über Eleanor Ostrom, weil sie ist voll toll, anyway. Ich wollte noch fragen, bei diesen 8 Regeln oder ja. Ja. So. Wenn da jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel, da sind irgendwelche Wasservögel, die auch Fische fressen. Ja. Und dann haben Fischer ja gerne mal Bock drauf, diese Wasservögel zu killen, weil die ihnen ja. Fische wegfressen. Wenn du jetzt einen Stakeholder hast, den du nicht so offensichtlich mit in dieses Governance Board reinziehst, also reinziehen kannst, wie definiert sowas? Müsste dann
Gute Frage. Ich glaube, nein, also wir sollten uns nicht zu sehr an der Frage irgendwie Anarchie aufhängen, weil ich glaube, dass das auch nicht wirklich in dem Sinne des Dings ist, weil es hier eher um Reform geht als um Revolution, sag ich mal. Ich habe keine sinnvolle Antwort auf deine Frage, außer das deckt in der Form natürlich dieses Modell nicht ab. Die Hypothese im Großen und Ganzen ist, dass erfahrungsgemäß selbst mit diesen Faktoren, oh, da gibt es noch irgendwie sekundäre irgendwie Wasservögel oder was auch immer, die da auch ein Teil des Ökosystems ist, historisch Leute, die lokal diese Dinge managen, eigentlich relativ erfolgreich darin sind, diese ökologischen Faktoren mit einzubeziehen. Aber ja, offensichtlich hebelt die Idee von dieser kollektiven Verwaltung nicht aus höhergehende irgendwie Schutzmechanismen. Offensichtlich musst du auch, wenn irgendwie, weiß nicht, mir fallen keine guten Beispiele ein, aber offensichtlich können die auch nicht einfach beschließen, sich gegenseitig abzuknallen. Ne? Also so, weiß ich nicht. Offensichtlich existiert immer noch so ein Staat oben drüber, der irgendwo was zu sagen hat, und offensichtlich, wenn die nicht in der Lage sind, bestimmte Dinge, bestimmte Schutzziele mit einzuhalten, muss man da nachbessern. Aber ich meine... Ja. Also die Antwort auf, wie Anarchisten das interpretieren, meine, soweit ich weiß, Sternchen, mit der limitierten anarchistischen Literatur, die ich gelesen habe, ist die Antwort, dann existiert halt auch noch eine, also Anarchisten oder zumindest Anarcho-Kommunisten würden sagen, du bist Mitglied in vielen verschiedenen solchen Organisationen, die eben auch dann Überschneidungen haben, aber unterschiedlich für unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Sachgebiete da sind, und dann würde halt in dem Fall hoffentlich auch ein, weiß nicht, Wasserschutz, Naturbund, whatever, CPR-Institution existieren, die dann Überschneidungen hat, und dann einigt man sich oder redet halt miteinander. Das heißt, da ist mehr so, also unter Anarchisten ist dann eher so tatsächlich die Idee so, du bist dann halt Teil deiner Homeowners Association, also deines kollektiven Koops, der dein Haus managt, und irgendwie du bist Teil des Stadtteilvereins und du bist Teil des Fischereibunds oder was auch immer, und hoffentlich findet man sich dann zusammen und redet über diese Dinge, wenn da Interessen konfliktieren und so. Aber ich meine, again, Anarchismus ist so eine Sache für sich, und da bin ich auch ehrlich gesagt noch ein bisschen weit davon weg, von wie die das sehen und wie die sich das vorstellen. Aber so grundsätzlich ist deine Antwort, wir haben einfach viele verschiedene Institutionen, die sich überlappen, glaube ich. Handwave. Noch eine, ja? Nein, die erste, und da muss ich jetzt zu meiner Schande eingestehen, ich habe das nicht gelesen, aber ich habe es irgendwie offen gehabt, aber dann kamen Dinge, grundsätzlich die Idee so mehr oder weniger existiert halt schon seit der Antike irgendwie, die Idee, dass irgendwie, wenn da Leute ihre eigenen Interessen vertreten, irgendwie blöde Sachen passieren, und das Beispiel mit der Weide kommt aus einem Pamphlet, Wikipedia sagt ein Pamphlet von William Lloyd something, glaube ich, irgendwie so. Wie gesagt, das ist irgendwie so eine, ich glaube so ein Pastor oder sowas, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder so ein Theologe. Das habe ich aber nicht gelesen, aber von dem kommt das ursprüngliche Beispiel. Ich glaube, der hat das auch im Kontext Population Control aufgebracht, aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Wie gesagt,
aber Harden wird halt immer quasi, er ist halt der, der diesen, also A, den spezifischen Begriff Tragedy of the Commons und aber halt auch dieses Beispiel popularisiert hat. Er ist halt, wenn du Leute fragst, werden sie dir sagen, ja, da, also er ist, von ihm kommt der Begriff und von ihm kommt irgendwie das, nicht das Konzept, wie gesagt, die Idee, so grundsätzlich haben wir uns schon länger darüber Gedanken gemacht, so wie das funktioniert, wenn irgendwie Leute, ne, so auch irgendwie, irgendwelche Griechen haben sich da auch Gedanken gemacht, ich will nicht keine Griechen nennen, aber ich glaube Aristoteles oder sowas wird in dem Wikipedia-Artikel erwähnt, aber er ist halt der, er hat halt dieses Paper rausgebracht und er hat es sich halt, also das ist halt sein Lebensziel gewesen, also sein Lebensziel war halt das Vorschieben der Idee, dass wir was tun müssen, um die Überbevölkerung der Welt zu verhindern. Und die spezifischen Sachen, die er halt wollte. Und dadurch ist, also er hat, wie gesagt, er hat diese Idee schon sehr aktiv gepusht und deswegen ist er jetzt quasi der Mensch, der das popularisiert hat. Aber ja. Ja, er bezieht sich auch auf Malthus, auf jeden Fall. Also Malthus ist der, der irgendwie mit der Überbevölkerung angefangen hat. Und ob Adam Smith und was Adam Smith zur Tragedy of the Commons gesagt hat, kann ich dir nicht sagen, weil ich Adam Smith nicht gelesen habe. Aber also, wie gesagt, was ich sagen kann, ist, hi, kommen Sie rein. Wenn du jemanden fragst, wird er dir sagen, diese spezifische Verknüpfung dieser beiden Konzepte kommt von Harden. Anyway, wir können auch nochmal offline reden oder sowas. Dann bedanke mich und Happy Pizza.